Das Kaufen und Verkaufen einer Immobilie kann so einfach sein. Oder etwa nicht? Im Spiel nehmen Sie Risiken leichter in Kauf. Ärger ist schnell verflogen, selbst wenn Sie Ihre letzte Karte verspielt haben. In der Realität bekommen Sie selten eine zweite Chance. Wissen Sie, was Sie beim Verkauf einer Immobilie beachten müssen? Wie Sie den Wert Ihres Eigentums ermitteln? Und beim Käufer den besten Preis erreichen? Auf welche Paragraphen Sie achten müssen? Lassen Sie sich mit den Antworten Zeit. Oder fragen Sie uns. Unsere Immobilienfachleute bei der LBS Bayern im Regierungsbezirk Schwaben unterstützen Sie und helfen Ihnen dabei. Also zum Ersten muss ich sagen, dass meine Leidenschaft für Immobilien sehr, sehr groß ist, in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist, da ich privat auch Immobilien besitze. Zum Zweiten ist es wichtig, die Marktkenntnis zu haben in der Region. Ich bin dort aufgewachsen, wohne dort schon fast mein Leben lang und kenne mich sehr gut aus am Markt. Und zum Dritten ist es natürlich so, dass man auch verbunden sein muss mit der Region und dort einfach sich wohlfühlen muss, damit man auch das Ganze leben kann. So ist die Stadt Augsburg wegen seiner Nähe zur Landeshauptstadt München zu einer beliebten Wohngegend geworden. Immobilien stehen hier hoch im Kurs. Der Immobilienumsatz in Bayern stieg 2011 um knapp 4 Milliarden Euro. Im Landkreis Augsburg sogar um über 20%. Wir haben mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Meine Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet und werden ständig weiterqualifiziert. Was heißt das im Speziellen? Wir kennen die Marktpreise, weil wir uns in einem Markt, in einer Region bewegen, in der die Mitarbeiter auch wohnen und genau wissen, zu welchem Preis welche Immobilie dort verkauft werden kann. Im Jahr wechseln in Bayern mit unserer Hilfe weit über 10.000 Immobilien ihren Besitzer. 1,5 Millionen Kunden vertrauen auf die Leistungen der LBS Bayern. Mit der LBS in Augsburg habe ich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Die Beratung war maßgeschneidert für mich von Anfang bis Ende. Nur der Makler war immer für mich erreichbar, hat mich einmal die Woche kontaktiert, hat entsprechend dem Markt mein Haus richtig bewertet. Ich habe eigentlich gedacht, ich bekomme viel weniger. Also es war super. Diese Leistungen erwarten Sie. Objektbesichtigung und Aufbereitung der Unterlagen. Fachgerechte Verkaufswertermittlung. Sachgerechte Objektaufbereitung. Auswertung unserer Interessentendatei. Werbung für Ihre Immobilie. Interessentenvorgespräch. Terminorganisation. Vorbereitung des Notartermins. Weiterführende Betreuung. Die LBS im Regierungsbezirk Schwaben. Jetzt anrufen und Beratungstermin vereinbaren.